Hey, grüßt euch, meine Lieben. Ich muss hier einfach nochmal ein Thema aufgreifen und besprechen, was wir hier auch schon angedeutet haben in der letzten Woche. Und zwar geht es einfach um mitgebrachte Ersatzteile. Wir bei den Kfz Rockstars wissen natürlich, wie man mit dem Thema umgeht und wie wir unsere Region erziehen, ja, dass sowas gar nicht erst vorkommt. Aber die normalen Werkstätten haben da vielleicht größere Probleme. Und ich habe jetzt hier viele, viele richtig coole Antworten gesehen, wo ihr, also viele hier eine ganz, ganz klare Meinung haben und das ganz klar vertreten. Und dann gab es auch welche, die das so ein bisschen schwammig sehen, ja. Und dann hatte ich ja diesen Artikel gepostet letztens, der da auch sehr, sehr, sehr weich mit umgeht mit diesem Thema. Und das war so weichgespült, dass ich echt dachte, Leute, das kann eigentlich nicht wahr sein. Ich möchte, dass wir hier wirklich klare Linie fahren. Also jeder, der hier in dieser Gruppe ist, der sollte auch mit diesem Thema wirklich klar umgehen. Und deswegen vielleicht nochmal ein, zwei Worte von mir, auch die ich dir als Tipp mitgeben möchte. Ich hoffe, dass du das verstehst. Wenn du es irgendwie anders siehst, dann pack es gerne in die Kommentare, lass gerne drüber reden, ja. Aber ich denke, es wäre wichtig, dass wir uns einer Sache hier mal klar werden. Und zwar richtig, richtig klar werden. Und zwar die Frage ist, auf welcher Seite und an wessen Wand hängt denn eigentlich der Meisterbrief? Ja, wer ist denn hier der Experte? Wer hat denn wirklich einen Plan von den Autos da draußen und was gemacht werden muss? Wer ist denn das? Und das ist ja vollkommen klar, dass du das bist. Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Du bist der Experte, zu dem ich gehe, wenn bei mir alles laufen soll am Auto. Du bist mein Kumpel in dieser Form. Ja. Was passiert jetzt, wenn Leute zu dir kommen auf dem Hof, die Teile mitbringen und dir die Teile geben, ja, die du dann einbauen sollst? Was passiert, wenn du das akzeptierst? Da müssen wir uns wirklich im Klaren drüber sein. Wenn du mitgebrachte Teile akzeptierst, gibst du automatisch deinen Expertenstatus ab. Du gibst automatisch ab, dass du eigentlich derjenige bist, der weiß, was da rein soll ins Fahrzeug. Und du akzeptierst tatsächlich, dass der Autofahrer da draußen, irgendein Kunde, der das nie gelernt hat, dass der im Grunde genommen besser weiß als du, was ins Auto muss, weil er es mitbringt und du es akzeptierst. Das ist das große Problem, was dahinter steckt. Und wenn sowas passiert, ja, wenn da so ein Kunde kommt mit so einem Ersatzteil, nur weil er es vielleicht irgendwo günstiger bekommen hat oder sowas, ja, dann kannst du sofort deinen Meisterbrief von hinter dir, von deiner Wand nehmen, ja, den Rahmen, den eingerahmten Brief, kannst du ihm in die Hand drücken und sagen, genau, mein Lieber, weil du weißt, was an deinem Auto zu tun ist. Und du weißt natürlich auch genau, was es kosten darf und was nicht. Ist Blödsinn. Absoluter Nonsens. Wir dürfen unseren Expertenstatus niemals abtreten und abgeben. Und wenn da einer sitzt und jammert, und wenn da einer sitzt, der sich beschwert, dass er die Teile nicht zahlen will und die Preise nicht zahlen will, auf Wiedersehen, mein Lieber. Du bist nicht mein Kunde. Du hast es nicht verstanden. Du kannst jetzt gerne in eine 0815-Werkstatt fahren und kannst dein Teil da einbauen lassen. Wer weiß, ob es ein Fake-Teil ist, ob es ein Nachbau ist oder sonst was ist oder wo das gelagert wurde oder was damit gemacht wurde, ob es runtergefallen ist oder was auch immer. Alles Dinge, die ich nicht weiß. Ja? Dann fahr bitte in so eine Werkstatt, die bieten dir den besten Preis und kann ich dir jetzt schon sagen, das wird eh dreimal so teuer, ja, weil das einfach so keine Zukunft hat für dein Auto, weil du immer nur das Mindestmaß machst und niemals konsequent safe unterwegs bist und du immer mit Folgeschäden rechnen kannst. Ja? Leute, wir müssen verstehen, die Leute da draußen haben keine Ahnung. Sie glauben es vielleicht, weil sie so ein Auto fahren können. Glauben sie auch, sie wüssten, wie man es repariert zum Teil. Wann immer einer kommt mit einem Ersatzteil, wann immer einer kommt und sagt, kannst du mir die Bremsen machen? Kannst du mir die Achse einstellen? Kannst du mir die Achse vermessen oder so? Wann immer einer kommt, müssen wir ganz klar sagen, woher weißt du denn bitte, dass das ist, was gemacht werden muss? Woher, wie kommst du denn auf die Idee? So, wenn du Lust hast, gucken wir uns gerne mal dein Auto zusammen an, ja? Und wenn du bereit bist, in deine sichere Mobilität zu investieren, dass du deine Töchter sicher zur Schule bringst, dass du sicher zum Angeln fährst und dass du auch ganz entspannt im Sommer durch Europa fahren kannst, wenn das mal wieder geht, ja. Dann komm her, wir gucken uns dein Auto an und hier, ich bin an deiner Seite, dann gibt es einen Preis und dann wird es gemacht und dann ist auch alles safe. Und dieses ganze weichgespülte Blabla, nicht mit uns Kollegen, ja, nicht mit uns Leute, das machen wir nicht. Das ist Unsinn. Deswegen haben wir auch sofort uns gemeldet beim Verlag, die diesen Artikel rausgebracht haben, damit wir mal hier klare Kante setzen und mal aufhören zu glauben, die Autofahrer wüssten, was sie da tun.
Also Leute, wenn ihr das auch so seht, großartig, dann haben wir es verstanden. Lasst hier klare Kante fahren. Wir sind die, die wissen, wie die Leute da draußen ordentlich unterwegs sind. Die wissen gar nichts, wir wissen es. Und wir überzeugen die auch, ja, dass unsere ganze Ausbildung, alles, was wir machen, alles, was wir investieren, dass das einen Grund hat. Und überlassen sie nicht ihrem eigenen Chaos da. Das ist unser Job. Alles klar? Okay. Wenn du es anders siehst, hau es in die Kommentare, alles gut. Ansonsten lass es hier klare Kante machen. Cool, dass du da bist, cool, dass du es dir reingezogen hast. Ja, lass uns was verändern, meine Lieben. Wir sehen uns, euer Robert. Ciao.